Moin moin, und da sind wir wieder. Auf geht's. Hier hinten könnt ihr jetzt schön das Precursor-Experiment von Digi sehen. Nächstes Mal gibt's ein Lineal. So. Nächstes Mal gibt's ne? Leggy. Leggy. So. Ich glaube, wir müssen wieder hoch, ne? Hier geht's hoch, ja. Da, das sieht gut aus. Hoffentlich geht's jetzt nicht kaputt. Da ist Blitzer. Ja. Ja, es sieht so aus, als könnte es das. Nein. Das ist für die Ewigkeit gemacht. Ah, wenn's fertig ist, jo. Müssen wir noch einen meiner? Ich glaube noch einen, ne? Ja. So, der war aber jetzt unten. So, warte. Moment. Ich lauf mal hier rum, ich guck mal. Ja, ich lauf mal hier hoch. So. Nicht ganz richtig. Jetzt bin ich wieder hier. Bin schneller als ein Centaur. Von da aus kann ich aber vielleicht reisen. Ist der Kerl so, ich bin jetzt? Gleich da. Ich bin gleich da. Ja, finde ich super. Ich schnack dann schon mal, das braucht man ja nicht auf Video. Ich hol dir was. Da ist er, da ist er. So. Batman, no. Aha. Wie du versuchst mir auf dem Kopf zu. So, Junge. Dich kennen wir doch noch. Tislak! Hallöchen! Was führt euch denn hierher? Ich suche nach Rata Novus. Schon mal gehört? Rata, Das klingt nicht sehr vielversprechend. Ich vermute, ihr meint eine alte asurische Stadt. Ja, ganz in der Nähe, unter der Erde. Wir Nuhok nennen sie nicht Rata Novus. Wir kennen sie nur als verbotene Grube der Verzweiflung. Das klingt wirklich ja nicht sehr vielversprechend. Die Stadt ist seit vielen Generationen unbelebt. Heute wagen sich nur die Tapfersten dorthin. Das ist enttäuschend. Aber ich würde sie mir trotzdem gern mal ansehen. In dem Fall könnte ich euch eine Karte besorgen, die den leichtesten Weg hinein zeigt. Das klingt toll. Danke. Der leichteste Weg ist trotz allem voller Gefahren. Na klar ist er das. Außerdem ist er durch einen Chakbau versperrt. Ihr müsst ihn beseitigen, wenn ihr Rata Novus betreten wollt. Aber keine Bange. Wir Nuhok haben eine Lösung dafür. In jedem Sinn des Wortes. Seht ihr? Mutter Dschungel kennt eine Antwort auf jede Frage, die sich stellt. In diesem Fall ist die Antwort Alchemie. Ich kann die Lösung für euch herstellen, aber dafür brauche ich Chak-Enzym. Wenn ihr mir genügend bringt, bekommt ihr euren Schlüssel zur Stadt. Mache ich. Wo finde ich denn das Enzym? Das Enzym könnt ihr von den Chak selbst ernten. Das ist sicher die raschere Möglichkeit, sofern ihr mit unserer Art zu jagen vertraut seid. Ihr könntet im Dorf auch andere Nuhok finden, die bereit wären, euch ihres zu geben. Alles klar. Danke, Tislak. So, schauen wir mal. Wo werden denn die Punkte? Okay, direkt ein Punkt wird gar nicht angezeigt. Vielleicht können wir das direkt von den Chak hier. Ja, rechts da. Ah ne, Taschenraptoren. Ah ja, Taschenraptoren mal wieder. Ja, die nehmen wir doch mit hier. Oh, die haben wir ja lange nicht mehr gesehen, ne? Und alle tot. So. Hier ist so ein Käfer. Willst du nicht so einen Käfer zähmen? Hab ich anscheinend schon. Sonst könnte ich ihn ja zähmen. Nee, die kannst du, glaube ich, nicht zähmen, oder? Oder es geht nicht. Ja, hier sind nur Zentralfanatiker. Ich sehe überhaupt keine Chak. Müssen wir wahrscheinlich tiefer, ja? Also unter die Oberfläche. Geht's da bei dem rein? Ging's da runter bei dem? Ja. Ich bin runtergesäbelt. Gehen wir da nochmal zurück.
Da ging's in eine Höhle rein. Na, da, hier, Veteran, wo auch Stampfer, der scheint was zu haben. Da, den können wir zumindest mal anquatschen. Oh weh, das Ding sehe ich nie wieder. Was ist denn los? Gestern habe ich Chuck gejagt, um ihr Enzym zu gewinnen. Hatte einen ganzen Tornister voll und dann griffen mich diese grässlichen Xokottl an. Ich bin schnell weggelaufen und habe meine Tasche fallen lassen. Darin war meine Lockpfeife. Ein Erbstück. Chuck-Enzym? Ich bräuchte welches. Oh bitte, sie gehört euch. Alles, was drin ist. Wenn ihr mir meine kostbare Lockpfeife wiederbringt. Er sagt du mir nur wohin. Ich sehe auf der Minimap links. Der links. Weg links, längs. Da wird mir was angezeigt. Okay, dann folge ich dir. Bei mir hat er immer noch das Grüne. Also, jetzt sehe ich das, ja. Vorher hatte er das Grüne. Ja. So, das kann ich ja nicht mit ansehen, wie lange der hier jetzt schon gegen diesen Knochenbrecher kämpft. Ich mach mal Pause! Ja, mach Pause, jo. Über uns. Ist ja schön. Über uns? Mhm. Hüpf, hüpf. Kein Hüpfpilz. Irgendwo ein Hüpfpilz. Dann soll der irgendwo sein, oder? Aufwind oder irgendwas. Weil hier geht's hoch und hier ist ein Chuck. Hilft vielleicht auch. Chuck-Enzym habe ich gewonnen, jupp. Ich hab 0 von 6. Wobei das nicht stimmen kann. Ich hab nämlich jetzt auch. Also ich sammle 2, aber es wird immer noch. 2. Wird wahrscheinlich erst angezeigt, wenn du abgibst. Hier ist ein Chuck Blitzer. Gehen wir hier mal hoch. Ah, wo? Da. Ich warte mal auf euch, ja. Gut. Ich hab nichts, aber ist nicht so. Da ist Holz. Wo ist Holz? Altes Holz, ja. Kann ich nicht abbauen. Wieso kann ich das nicht abbauen? Bist du zufrieden mit deinem Pokémon? Oh ja. Ist der gut, ja? Hin und wieder kann man den mal benutzen. Also in unserer kleinen Gruppe. Also ich seh den recht oft. Ja. Das Leute den Drachen sind mittlerweile oft. Ja, den auch, genau. Ist das hier oder noch höher? Folgen wir dem mal so ein bisschen. Bin schneller als ein Centaur. Ich glaube, wir kommen grob in die richtige Richtung. Zeit, echten Schaden anzurichten. Ist bisher. Jetzt wieder höher. Das Spiel wird uns hier verarschen, Bills. Da hinten geht's aber auch nicht hoch. Es sei denn, hier, wir können den Aufwind benutzen. Ja. Hier hinten. Zu den in der Höhle waren wir schon mal, ne? Ja, ich glaube auch. So. Das kann ich hier hey, vor. Ganz ruhig, kleiner Käfer. Mach mal sachte. Du machst ja die anderen dann zwuschig. Oh nein. Moment! Halt! Sie gehen durch! Haltet sie auf, bevor sie jemanden verletzen! Ihr könnt sie mit diesem Köder lenken, aber um sie zu beruhigen, brauchen wir etwas Stärkeres. Das ist nur Geschwindigkeitsverstärkung. Da kamen wir auch runter. Da waren die Wölfe. Achso, vielleicht muss man auf den Holzstamm oder sowas. Oder auf den. Ich laufe hier mal ein Stück rum. Einfach an den Wölfen vorbei. Ja. Irgendwie habe ich auch was. Hier ist die Truhe. Jo. Wie seid ihr jetzt da hingekommen? An den Wölfen dran vorbeigelaufen. Ja, könnte eventuell. Seid ihr jetzt oben geblieben oder seid ihr unten weitergelaufen? Wir sind unten, also da unten, wo du auch schon gelandet warst. Genau. Da läufst du einfach den Weg längs an den Wölfen vorbei und dann kannst du hochlaufen.
Tolles Klo. Eine Sehenswürdigkeit ist auch noch unter uns. Das ist ja... Ja, links würde ich sagen, ne? Irgendwie? Ja. Hier, komm. Nehmen wir mal die... Leute hier mit. Zeit, echten Schaden anzurichten. Nee, wir kommen hier falsch irgendwie. Ja. Wir müssen da rechts, wir müssen nach links rüber irgendwie. Wenn diese neuen Karten etwas nicht sind, dann ist es übersichtlich. Genau. Ist ja krass, ey. Also ich glaub's mal nicht, irgendwie. Weil hier wird's dann jetzt wieder runtergehen. Ja. Ich spring einfach. Ab dafür. Also hier ist irgendwie falsch, das kann eigentlich nicht angehen. Wir sind echt im Loch. Zusätzlicher Schaden. Ups. Hier sind auch keine komischen Käfer wieder. Hm? Ja. Der gejagt hat. Ja, wollen wir nochmal zurück? Hm. Ja. Porteln oder irgendwas? Oder wir gehen hier jetzt... Einfach raus. Hoch. Zurückporteln. Ja, machen wir mal. Zu der Wegmarke, die wir da bekommen hatten. Ja. Tekunuroch. Dann gehen wir hier mal runter. Wer weiß, was da. Bin schneller als ein Zentaur. In Löchern müssen die Viecher doch stecken. Ja, gehen wir hier mal. Na, kommen wir zum Schack. Nee. Das ist, glaube ich, der Bau, ne? Zeit, echten Schaden anzurichten. Doch, jetzt habe ich Enzym gekriegt. Enzym. Wir kriegen nicht bei jedem, aber... Hier ist ein Chuck-Schocker. Aber so einigen kriegen wir. Bin schneller als ein Centaur. Schmerz für Schmerz. Die habe ich gar keinen bekommen. Ich auch nicht. Wir gehen jetzt mal weiter. Vielleicht kriegen wir die auch nur von diesem Blitzer. Ja, von dem Schocker habe ich jetzt. Von dem Schocker habe ich gerade einen bekommen. Na, vielleicht können wir auch gleich schon abgeben. Zumindest sehen Sie sich keinen. Jetzt bin ich schon wieder fast zufrieden. Aber nur fast. So. Ja, hier mal links. Ich will mal hier sagen, ne? Schmerz für Schmerz. Zeit, echten Schaden anzurichten. Ja, noch ein Enzym. Schau mal, wie viel haben wir denn davon? Für einen Glipper, ey. Ich kann gerade die Enzyme nicht finden. Ich habe wieder eins gekriegt. Yep. Wo ist denn der? Ist der über uns oder unter uns? Was suchst du? Der Abgebefritze. Der ist über uns. Das war ja der Kerl, der. Ja. Mit dem wir gesprochen hatten. Der ist ja draußen mehr oder weniger Oberfläche. Habe ich wieder eins. Ha, über uns wäre ein Fähigkeiten. Was ist denn hier Fähigkeiten. Unten?
Oh, das Wasser ist übel. Oh, scheiße. Ich brauche Hilfe! Hilfe, Hilfe. Moment. Hilfe, 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 Hilfe. Oh. Ich weiß nicht. Oh, doch, das kriegen wir gerade so hin. Ich kann nichts machen, ey. Ich kann nicht mal unterstützen. Wir kriegen dich da raus, aber ganz nicht gerade so. Okay, Leute, das ist ein Heilen. Ja. Gehen wir hier mal wieder rückwärts. Da kommen wir noch an genügend. Also nicht fliegen und reinfallen, bitte. Da kommen wir dann an genügend Chakras noch vorbei, dass wir eigentlich genügend Enzyme haben sollten. Ja, wir haben bestimmt schon genug. Wir haben bestimmt schon genug. Und mich interessiert ja jetzt, wo er seine komische Pfeife verloren hat, ne? Ja, mich auch. Finden wir bestimmt nochmal. Irgendwann, wenn wir nicht mehr müssen, da kommen wir dran vorbei. Mal Enzym. Zeit, echten Schaden anzurichten. Also Enzym habe ich jetzt schon ganz schön viel, muss ich sagen. Ja, da bin ich auch zuversichtlich, dass das reichen wird. Ja, ich auch. Wollen wir nochmal hier lang gehen? Nee, ich würde jetzt tatsächlich wieder hoch, ne? Ja. So, hier. Hier. Und dann... Ja, hier. Ups. So, mal sehen. Sprechen erst an, wenn ihr da seid. So. Na, hat geklappt, glaube ich. Ja. Für euch auch? Jo. Ja. Gut. Ja. Benutzt den Luachpfad, um Hatanovus zu finden. Was sagt eigentlich unsere Zeit? 19 Minuten, 18 Minuten. Ja, dann seid doch mal, machen wir hier einen Cut. Und bis gleich. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.